So, es geht heute weiter hier mit unserer gelben Vespa und ja, ihr habt viele Tipps geschrieben, sehr cool, vielen Dank. Ich habe sie auch wirklich alle durchgelesen. Die meisten Leute haben gesagt, okay, es ist wahrscheinlich immer noch die Zündung oder es ist der Vergaser. Ja, war auch meine Vermutung. Es haben noch Leute gesagt, mal Auspuff abmachen, vielleicht ist der verstopft. Das werden wir jetzt auch machen, der Auspuff kommt ab. Und wir haben uns vom Kunden den alten Vergaser auch besorgt. Das ist der, der drin war und mit dem ist der Kunde schon gefahren. Das heißt, dieser Vergaser hat bis zum Ende funktioniert. Werden wir auch mal ausprobieren. Vielleicht hilft es ja. Genau, es kamen noch super Vorschläge. Es hat noch jemand gesagt, Kolben vielleicht falsch schon drin. Werden wir auch überprüfen. Wir werden mal die Kompression messen. Wir werden die Zündung nochmal richtig einstellen. Wir werden mal den Auspuff abmachen. Also im Endeffekt alle Vorschläge, die so kamen, werden wir mal durchprüfen. Machen auch eigentlich Sinn alle. Jetzt fangen wir mit der Kompressionsmessung an und ja, schauen wir mal. So, schauen wir mal, ich drehe es mal mit dem Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber das ist ja die effektive Kompression. Das war jetzt auch nicht so schnell. Okay, 5 Bar ungefähr, gemessene Verdichtung. 5,5 Bar als Maximum. Das muss man dazu sagen, das ist erstmal mit sehr niedriger Drehzahl gemessen. Das heißt, da hat man natürlich noch höhere Verluste, weil sich immer so ein bisschen Luft an den Kolbenringen vorbeidrückt. Das heißt, wahrscheinlich, wenn man mit ein paar tausend Umdrehungen dann prüft, wären es wahrscheinlich 6 Bar oder über 6 Bar. Das ist das eine. Zum zweiten muss man hier, das wird ganz oft falsch gemacht, diese Unterscheidung. Es gibt effektive Verdichtung, es gibt geometrische Verdichtung. So beim Zweitakter, da ist es nicht gleich. Warum? Weil wir Kanäle in der Zylinderwandung haben. Das bedeutet, unser Kolben kann ja erst anfangen zu verdichten, wenn der Auslass geschlossen ist. Weil vorher geht er zwar nach oben, und würde normalerweise verdichten, aber in dem Moment läuft ja noch die Spülung. Der Auslass ist noch offen, die Abgase strömen noch raus, die Frischgase strömen noch rein. Das heißt, der ganze Spülvorgang ist ja noch im Laufen. So, das heißt, der verdichtet natürlich erst später. So, und die geometrische Verdichtung, das ist aber einfach nur ein mathematischer Wert. Das ist im Endeffekt einfach nur Hubraum und Brennraum geteilt durch Brennraum. Volumen jeweils, also Hubraum und Brennraumvolumen, die Summe daraus geteilt durch Brennraum. Das ist die geometrische Verdichtung, das ist aber beim Zweitakter nur ein rein mathematischer Wert, der im Endeffekt nicht berücksichtigt, dass erst ab Auslassschluss, also wenn die Steuerzeit vom Auslass fertig ist, erst dann verdichtet wird. So, und wenn jetzt so ein Zylinder natürlich, jetzt als einfaches Rechenbeispiel, der hätte eine Auslasssteuerzeit von 180 Grad, dann würde der ja erst ab der Hälfte verdichten. Das heißt, wenn ich dann eine geometrische Verdichtung von 10 zu 1 habe, habe ich eigentlich nur eine effektive Verdichtung von 5 zu 1, also von 5 Bar im Endeffekt. Ne? Gut, 180 Grad Steuerzeit haben wir jetzt hier nicht, das ist so lang ist sie nicht, aber wir haben 100, was wird das haben, vielleicht 140 Grad, das ist kein Originalzylinder, glaube ich. Aber im Endeffekt, ich sag mal, wenn der geometrische Verdichtung von vielleicht 9 zu 1 haben soll, ich weiß wie gesagt nicht, welcher Zylinder drauf ist, aber meistens ist es irgendwas von knapp unter 10 Bar, dann ist es effektiv, ja, 6 Bar ungefähr, 5, 6, kommt hin. Also ich denke, da sind wir gut und jetzt wird die Zündung eingestellt. Nochmal richtig eingestellt, nicht nur nach Augenmaß. So, kurzer Startversuch mit eingestellter Zündung, 100%ig richtig eingestellt.
Motor läuft. Ja. Motor läuft. Standgasschraube ist bis Anschlag drin. Er ist aber angeblieben jetzt. Ohne Gas geben, ne? Angeblieben ohne Gas geben, aber man hat es ja gesehen, Vollgas und da passiert fast gar nichts. Und wohlgemerkt, der Motor ist leichtgängig, man kann ihn mit dem Akkuschrauber andrehen. Da ist eigentlich kein Widerstand. Hört sich eigentlich so an, als würde er ein bisschen zu fett laufen, aber eigentlich von den Abgasen her. So arg qualmt er nicht, ne? Der qualmt eigentlich fast gar nicht. Aber die Zündung scheint eigentlich zu arbeiten. Keine Zündaussetzer. Gut, wir probieren mal den anderen Vergaser. Probieren jetzt den anderen Vergaser, der ist im Ultraschallbad, ist gleich fertig. Dann machen wir eine neue Dichtung rein, prüfen nochmal die Düsen. Wir gucken jetzt mal, was für ein Zylinder drin ist. Gucken wir mal. Okay, was sehen wir? Wir sehen einen Zylinder, der bläulich lackiert ist. Und das sind wahrscheinlich die sogenannten Blue Line Zylinder. Das heißt, das ist auf jeden Fall kein Originaler. Und ich glaube, Blue Line ist immer Tuning. Gut. Können wir durchs Zündkerzenloch erkennen, ob der Kolben falsch rum drin ist? Kennst. So, kann man es erkennen. Hier ist der Pfeil. Warte, ein Stück noch. Genau, so ist perfekt. Der Pfeil auf dem Kolben, er zeigt nach hier unten. Ja, das heißt, der Kolben ist definitiv falsch rum eingebaut. Der Auslass ist da, der Pfeil zeigt nach da. Und dadurch, dass es ein anderer Zylinder ist, kann es auch wirklich sein, dass der entsprechend auch ein Kolbenfenster hat und dann entsprechend Kurbelgehäuse mit Auslass verbindet, keine Vorverdichtung mehr aufbaut, natürlich die komplette Strömung totale Katastrophe ist, die Frischgase zum Auslass rausgehen und so weiter. Also derjenige, der den Tipp hatte, mit Kolbenfallschirm eingebaut, ja, korrekt. Gut, wir machen den Zylinder ab, bauen den Kolben richtig rum ein und naja, wahrscheinlich wird es dann laufen, weil das ist natürlich ein Fehler, der vermutlich die komplette Motorcharakteristik völlig zerstört. Die Stunde der Wahrheit. Okay, wir wissen ja schon, was los ist. Achso, eigentlich nicht die Stunde der Wahrheit. Tada! Ich sehe auf jeden Fall, dreh gerade mal das Polrad ein Stück zurück. Okay, danke. Ich sehe ein Kolbenfenster. Das ist zum Auslass zeigt. Zum Auslass. Ich denke, das sorgt für gute Auspuffbelüftung. Ja. Ja, überhitzt der Auspuff, wenn ich es nicht. Immerhin. Vielleicht spuckt er dann aber dafür Flammen. Der montierte Zylinder ist prinzipiell ein originaler Zylinder, also vom Layout her ein originaler Zylinder. Das heißt, er hat 50 Kubik, er hat drei Kanäle, normalen Auslass. Also vom Portmap her scheint es kein Tuning-Zylinder zu sein, wobei wir jetzt nicht die Steuerzeiten gemessen haben. Das Einzige, was uns auffallen ist, ist halt, dass der Kolben ein Überströmfenster hat. Ich habe jetzt hier einen originalen 50er Zylinder, also wirklich einen originalen, da hat der Kolben das nicht. Das heißt, es kann jetzt natürlich sein, dass es vielleicht doch ein 50er ist, der prinzipiell nah am Original ist, aber trotzdem vielleicht ein bisschen andere Steuerzeiten hat und halt das Kolbenfenster und so weiter. Ja, was machen wir jetzt mit der Abstimmung? Gute Frage. Es ist eigentlich oft so, dass Tuningzylinder, wenn sie den gleichen Hubraum haben und nah am Original sind, tatsächlich keine andere Abstimmung brauchen, gerade wenn die Drehzahl und alles gleich ist. Wir machen mal die 55er Düse in den Vergaser rein, weil das ist ja das, was original war. Und ja, ich denke, die Abstimmung sollte dann prinzipiell schon relativ passend sein. So, der Kolben ist jetzt in die richtige Richtung montiert. Kolbenclips auch korrekt. Ja, immer dran denken, Öffnung nach oben oder unten. Man sieht jetzt auch hier hinten übrigens, dass die Drehschieberdichtfläche wirklich gut gemacht zu sein scheint. Man sieht keinen wirklichen Spalt, aber sie schleift auch nicht. Das heißt, ich denke, von der Seite aus ist alles okay. Gleich ist es soweit. Zylinder ist jetzt richtig rum drauf. Lüfterabdeckung ist dran. Also die obere schon mal, untere kommt gleich. Machen wir gleich zu jetzt. Vergaser haben wir auf 55 gemacht. Standgasschraube haben wir wieder relativ weit reingedreht. Weil jetzt sollte er ja mit normaler Standgaseinstellung eigentlich funktionieren. Schauen wir mal.
gut. Zack. Dann schmeiß den Hobel mal an. Also, es geht jetzt los. Wir werden mal einfach kurz testen, wie es läuft. Alter Tank ist auch drin. Der Sprit ist angeblich nicht so alt. Ja, Öl ist drin, das haben wir nochmal kontrolliert zur Sicherheit. Motoröl. Elektrik haben wir jetzt angeschlossen. Mal schauen, ob die funktioniert. Ist ja auch nicht sicher. Ich glaube, du brauchst gar keinen Choke. Oh, 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 oh. Hallo? Unglaublich. Elektrik geht? Nice. Und... ja, Licht an, Licht aus geht auch. Okay, cool. Kill? Geht der Kill? Ja, leckt mich am Arsch. Na dann... dann hauen wir rein. Okay, Kupplung trennt nicht gescheit. Aber Gänge scheinen reinzugehen. Elektrik geht. Ja, die Kupplung trennt nicht richtig. So, die Kupplung ist einfach nicht vernünftig gespannt. Also man kann sie schon hier mit den Fingern, kann man den Zug noch bewegen. Drehen sie jetzt einfach mal schnell ein bisschen weiter raus. So, das sollte jetzt... ich mach's gleich mit dem Schraubenzieher fest. Schraubenschlüssel, das sollte jetzt schon besser gehen. Probier's mal aus. Bisschen schleift sie noch, aber weit nicht mehr so schön wie vorher. Und ja. Die Schaltzüge haben sehr viel Spiel. Ja, damit ist der Auftrag erledigt. Auftrag hieß, Motor irgendwie zum Laufen zu bringen zunächst mal. Alles weitere gibt immer noch natürlich immer alle möglichen Sachen, die man noch in einem Fahrzeug machen kann. Klar, Züge sollten eingestellt werden und so weiter. Da kümmern wir uns wahrscheinlich nicht drum. Es ging nur darum, den Motor zum Laufen zu bringen. Es hat geklappt. Er läuft. Vielen Dank für eure Tipps. Sehr cool, wirklich. Es haben sich Dutzende Leute gemeldet. Und es war sehr, sehr viel, eigentlich nur konstruktiver Input. Also glaube ich wirklich nur. Ja, und ihr habt recht gehabt. Oder einer hat recht gehabt. Oder zwei oder drei. Ich weiß nicht, wer das alles gesagt hat mit dem Kolben. Falsch eingebaut und dann ja, führt es natürlich dazu, dass das Kolbenfenster den Auslass mit dem Kurbelgehäuse verbindet. Und zwar einmal auf dem Weg nach oben, wenn der Motor ansaugt. Was natürlich schlecht ist, weil er dann viel zu wenig ansaugt, nicht richtig ansaugen kann. Und dann natürlich auf dem Weg nach unten ist es dann auch noch offen, was zu weniger Vorverdichtung führt. Genau, und natürlich, wenn er seinen Sprit nicht richtig reinbekommt, dann den Sprit nicht richtig verdichten kann oder vorverdichten kann, dann kommt der Sprit natürlich auch nicht richtig hoch in den Zylinder, weil dafür ist die Vorverdichtung ja da, um den Sprit, ich sag Sprit, das Gemisch, das Benzin-Luftgemisch, hoch in den Zylinder zu kriegen. Und das funktioniert natürlich nicht, ne? Wenn das Kurbelgehäuse schon beschissen gefüllt wird und dann die Vorverdichtung nicht da ist, dann wird der Zylinder natürlich noch beschissener gefüllt und das Ergebnis ist ja fast keine Leistung. Ein Motor, der gerade so in der Lage ist, sich selbst zu drehen, aber keinerlei Leistung erzeugt. Ja, interessantes Problem. Es war ausnahmsweise nicht die Unterbrecherzündung, die scheint zu funktionieren. Das ist unglaublich. Also das hätte ich ja fast nicht gedacht. Aber mal gucken, wie lang. Das war's. Vielen Dank für die Kommentare und vielen Dank fürs Zusehen.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen und natürlich, wenn du den Channel abonnierst. Du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, was du in Zukunft so sehen willst, und ich versuche ein Video dazu zu machen, damit ihr alle Fragen rund ums Thema Simson und Vespa beantwortet bekommt. Und ansonsten kannst du dir auch gerne hier meine anderen Videos natürlich anschauen.